So. Mögest du jetzt ein bisschen wegburnen? Mal gucken. Dieses komische Pack ist früher gespielt, wenn ich meine Blade Parts aufgenommen habe. Ich habe anderthalb Stunden aufgenommen, es kam nur Scheißbälle. Da habe ich als Rage-Runde einfach Chamber gespielt. Einfach ein paar Leute weggeburnt, fertig. Nie verloren. Würfeln wir mal aus, wer beginnt. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Deck anfange, glaube schon. Ich glaube ja. Ich gebe jetzt einfach immer dein Deck genau bei dem Wiesenjagger, damit du ziehen musst. Einfach mal wie ein Starter, so. Fünf. Fünf. Schon wieder? Das ist so wie beim letzten Mal. Vier. Eins. Alles klar. Ich hab gewonnen, oder? Ja. Okay, ich möchte anfangen. Was? Wirklich? Okay, ich muss mal Karten lesen. Was machen die alles? Oh Gott, wie muss ich die Kaptenik so formen? Den zuerst, dann den, dann den, dann den. Gott! Zumindest gut, wenn du direkt eine 4 in der Kette hast. Set 5. Ja, das war klar. Ich hab noch nie Chamber gespielt, deswegen habe ich überhaupt null Ahnung, was ich machen muss. Du hast kein KKD drin, ne? Das ist, ich glaube, da ist KKD drin. Kann ich noch beachten. Okay. Entweder. Ja, okay. Ich ziehe. Ich überlege. Ist das mal okay? Ich möchte noch ein paar extra Chains haben. Gib mir ein paar mehr Chains. Mhm. Aktivier mal was. Normal Summon. Okay, möchtest du auf den Normal Summon ihren Effekt nutzen? Das zum ist die Suchen. Frage. Möchtest du mir mehr Chains geben? Kann ich selbst suchen, ne? Ja. Ja. Möchtest du das? Möchtest du mehr Karten haben? Möchtest du das? Okay, ich überlege. Ja. Frage, ob du da sonst noch was hast. Also keine angehäuften Reichtümer hast, dürfen dir so viele Chainlinks gar nicht so viel bringen. Sei denn du hast Chainstrike, du machst jetzt 400 Schaden. Ich hoffe, ich habe die Karte richtig gelesen, weil sie auf Englisch ist. Das korrekt ist. Ja. Chat 1. Mach, ja, ist okay. Search. Ah. Kommt jetzt alles auf den magischen Zylinder, oder was? Ich weiß gar nicht, doch, da war einer drin, oder? Da einer drin, ja. Ja, ich hab nicht gesehen. Ich bin auf. Ist natürlich nicht mein Deck, ja, so ein Cancer würde ich nicht spielen. Beides unsere Decks nicht, ich würde auch so ein Cancer nicht spielen. Also, das meinst du? Nee, nee, ja, das, ja. Das ist von dem das Spieler hier, das ja, Spieler von den Locals hier. Ja, okay. Attack. Aber auf die Angriffsdeklaration überlege ich jetzt, wie ich meine Chainlinks baue. Das ist ziemlich schlecht, das macht ja gar nichts. Doch, das macht was. Die dritte verborgene Sprengladung, Chainlink 1. Okay. Aktiviere verborgenes Geschütz, Chainlink 2. Mhm. Aktiviere Ojama Trio, Chainlink 3. Ja. Aktiviere Waboku Chaining 4. Okay. Mhm. Resolve zu rückwärts, der geht weg. Ja. Dann nehmen wir mal 3 Tokens für dich. Ich leg die mal hier, hier und hier hin. Ja. Dann resolve jetzt verborgenes, beziehungsweise sie bleiben noch auf Feld. Resolve jetzt kriegst du Höhe, Schaden 200 mal Anzahl der Karten auf die Spielfeldseite und deine Hand. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2000 Schaden. 9, 10 Karten. Das heißt 2000 Schaden. Ja. Dann kriegst du einmal 2000 dafür, das sind dann 6000. Dann kommt verborgene Sprengladung, die gibt dir Schaden, 300 Schaden in Höhe jeder Karte, die du kontrollierst. Also 1, 2, 3, 4 mal 300, also 1, 2 nochmal. Mhm. Dann hast du 4, 7. Nee, warte mal, 1, 2, 1, 4, 8. Ja. Genau, und dann kriege ich keinen Schaden durch den Angriff. Ciao. Ciao. Dann kriege ich keinen Schaden durch den Angriff. Beziehungsweise der Angriff geht jetzt weiter. Kratz, kratz gegen das Waboku. Mhm. Okay. In Phase 2. Ja. Set. Und Set. Und du bist. Okay, Endphase. Ja. Balance of Judgment. Okay. Also, wie ich es verstanden habe, wenn du mehr Karten kontrollierst als ich, kombiniert von Karten in der Hand und Feld, dann kann ich Karten so lange ziehen, bis ich die Ungleichheit quasi ausgeglichen habe. Das heißt, ich habe jetzt ich kontrolliere eine und das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich ziehe 5 Karten. Ja, Ghost Edge. Guck mal, da out Chain Bird. Oh nee, Ghost Edge. Ah, okay, da bin ich dran. Okay, ja. Draw Phase. Set. End Phase. Okay.
Dreckiger! Dreckiger! Aber das ist doch gut, Ghost Dash. So, ich ziehe. Nö, ziehst du nicht. Mond? Ja, muss Effekt nutzen. Effekt, ja. Okay. Gott, dieses Deck finde ich, das ist crazy. Wie viele Beatsticks für mich. Wie viel Schaden gibt es eigentlich für die Geometry-Tokens? 300 Schaden, ja. Okay. Gott, da hatte ich Balance of Judgment, dass sie 200 Nope. So. So. Und dann Battlephase? Ja. Angriff? Nochmal Balance of Judgment getoppt, denkt weh, das ist noch eine Ash. Hast du noch eine Ash? Da war ich zu greedy. Da war ich zu greedy. Ist okay. Okay, ich kontrolliere eine Karte, du kontrollierst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ich ziehe 6 Karten nach. Boah. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann geht der Angriff weiter, dann kriege ich 1, 8, 50 Schaden. Mhm. Da projekt wäre 7 auf. Ja, 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 mach ich mal. Das sind dann 4, 3 zu 4, 8. Oh, du führst. Okay. Ah, das war so ein Riff. Okay, du bist. Ich glaube, das ist. Hast du kein geiles Exismus-Song? Nein, ich glaube nicht. Nee. Okay, ich bin dran? Ja. Drop? Mhm. Okay, wow. Das Deck ist ziemlich gut, muss ich sagen. Ich hab ein bisschen Schiss, ich hab ein bisschen zu viele krasse Karten genommen. Das müsste jetzt Kill sein, also. Gott, das muss ich überlesen, das kann die nochmal. Wer den ganzen Karten nicht kontrollieren? Gott! Gott! Oh Gott, gut, dass nur zwei gefällt sind, ansonsten müsste ich mit irgendwie 12.5 Wert berechnen. Duality. Ghost Dash? Ist okay. Sprengladung, Zylinder und Kettenschlag. Oh, das ist gut. Was macht jetzt Kettenblick mal? Wenn das jetzt nicht Game ist, dann. 400, ne? Mhm. Erstmal die Chase aufbauen, ne? Warte mal. Was passiert, wenn man mehrere Chainstrikes hat? Kann man zwei Chainstrikes in derselben Chain aktivieren? Nee, das darf nicht. Doch, du darfst Chainstrike machen, aber dann muss direkt danach der nächste Chainstrike sein, oder? Irgendwie so. Also man darf nicht Karten du kannst diese Karte nicht, die mir fast mehrere Karteneffekte mit demselben Namen in dieser Kette sind. Er umfasst sich ja selbst nicht. Genau. Soweit ich weiß, darf man noch, ja, solange man noch einen Chainstrike gemacht hat. Deswegen sind ja auch zwei. Nicht auf eins. Mhm, auf drei wäre es broken. Ja. Die kann ich nicht benutzen. Also, ich muss echt gleich mal gucken, wie ich Chains zusammenkriege. Im Idealfall müsstest du jetzt alle Burn-Karten setzen und hast gewonnen. Ich will nur, als Ketten die zwei oder mehr. Zwei, das ist so schwer. Das ist eine interessante Variante. 300? Ich kenne es halt so mit. Eben zuerst noch voll am Haten, so, nicht mehr Hope for Escape drin. Ich kenne es mit Anlauf der Reichtümer, mit Yata Gara, so alle Draw-Karten halt einfach. Ja. Dann ziehst du über so 5 Karten und machst dabei so 2000 Schaden. Aber das ist schneller halt. Aber ich glaube, die ist auch ein bisschen low. Ich glaube, ich nehme die Sprengladung. Die Mega PS 16. Die war, glaube ich, boah. Nicht Secrets of Eternity. Das ist danach, glaube ich, Cross Souls, glaube ich, irgendwie so. Die gehen wieder zurück. Ich nehme die Sprengladung. Ja. Die Twin Twister Endphase in die Fresse. Gut Design. Wieder die Hand. Set. Okay. Set. Demise für 2. 1, 2. Set. Endphase. Discard. Effekt. Boah. Das sind die drei obersten Karten, guck ich mir an, ne? Ja. Und dann beliebige Reihenfolge zurücksetzen. Ich kann banishen, um den Trap zu setzen. Gott, damit musst du tun. Set. Ach, warte. Du bist dran. In deine Endphase. Oh, Cosmic Cycle! Nicht schlechter Hit. 3-8. Er banisht mir Kettenschlag. Gott sei Dank. Der hat mir wahrscheinlich das Game verloren. Ich habe überlegt, ob ich deine gesettete eine Karte crushen soll. Aber die Chance, dass du nochmal die Karte hast, ist so gering. Ich dachte mir, fuck it. Nee, die Life Points opfer ich dafür nicht. Das war und ich ziehe so, ich denke mir so,
Halleluja! Verzieh jetzt keine Miene. Sitz einfach. Ja. Ich dachte, lohnt sich nicht. Alter, ist das gemacht? Jetzt sowas von gewonnen? Ja. Du bist dran. Okay. Drawface? Ja. Jetzt haben sie einen Activate verborgene Sprengladung. Das sind 1,8 Schaden. Erstmal aktiviere ich es, okay? Möchtest du responden? Ja, yeah. Nee, ich rechne nur im Kopf mit, ob ich ihn bei mir. Ja. 3,8 habe ich. Ja, sorry. Chain direkt nachspeisen? Das sind 2,5. Das ist schon Game, oder? Wie viel ist das? 1,8. 1,8 plus 2,5 sind 4,3 insgesamt. Lass mal kurz, warte mal, 300 Schaden für jede Karte, die wir kontrollieren. Ja, kontrolliere 6 Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 1, 8, 2, das ist so viel Damage macht. 500 pro Monster, das ist so geil mit dem Voll Jammer. Die uralt, die braucht man einen Holo-Reprint eigentlich, ne? Die gibt es immer noch aus dem Shuttle-Deck, glaube ich. Ne? 500 Schaden für jedes Monster, das er kontrolliert. Ja, das ist der Game. Das ist noch besser als verborgene Geschütz, finde ich. Ja. Noch ein Monster, warum? Guck mal, was ich gesendet habe. Hier, ansonsten hätte ich den dir gegeben. War denn Card drin? Ich habe keins gesehen. Ja, ich habe eins gesehen. Nein. War keins? Okay, gut. Andere Bild. Was hattest du dann noch face down? Ja, sehr, sehr gut gegen den Deck. Die hat das Game gekostet. Hättest du das gemacht? Ich weiß gar nicht, was die nächste Karte war. Oh, Moment! Ich glaube, die nächste Karte wäre. Ich wär noch nicht ganz tot, weil ich glaube, die nächste Karte wäre Demise gewesen. Deswegen hätte ich hätte drei Draw-Karten hintereinander gehabt. Ja, wäre gut gewesen. Naja. Ja, trotzdem gute Runde.